Ich bin nicht André Peschke, trotzdem darf ich hier was auspacken. Es ist aber auch nicht das übliche Spiel und die übliche Sonderedition, sondern ein Goodie-Bag. Phil, du warst auf der BlizzCon. Genau, war ich. Und habe diese schöne Tasche mitgebracht. Das ist das BlizzCon Goodie Bag. Das ist sozusagen die Beute, die jeder BlizzCon-Besucher mit nach Hause nimmt, aber auch die Leute, die gar nicht vor Ort waren. Genau, die Leute mit virtuellen Tickets, die haben diese schöne Tasche nach Hause geschickt bekommen, netterweise, und konnten sich ja dann auch den Livestream anschauen und konnten das dann zu Hause auf der Couch auspacken. Ja. Und die letzten Jahre war es ja eine schnöde Plastiktüte und jetzt ist es so eine schöne Stofftasche. Es ist so ein bisschen die Beute einer Veranstaltung, die inzwischen rum ist. Also die, die es nicht bekommen haben, die werden auch keine Chance mehr bekommen, außer halt bei EWE. Aber wir gucken einfach mal rein, was denn drinsteckt. Mach doch mal auf das gute Stück. Wir packen mal aus. So, womit wollen wir denn anfangen? Ich nehme einfach, was mir in die Finger kommt. Dann ist das einmal hier eine Vinylfigur, die kennen Sammler, sehr begehrt. Und es ist Zufallsprinzip, was drin ist. Also man sieht hier, was alles drin sein kann. Es ist in unserem Fall... Ist Rainer. Rainer von StarCraft 2. Es gibt, man sieht es hier, alle möglichen anderen Sachen aus StarCraft. Es gibt eine Diablo-Figur, die hat eine Kollegin ausgepackt, sehr putzig. Alles klar, also Plastiktant für Leute, die sowas gern sammeln. Ein Herstellungswert wahrscheinlich von wenigen Cent. Wahrscheinlich. Aber ganz süß gemacht. Manche sind da wirklich hinter diesen Figuren. Aber da jeder ja nur eine Tasche bekommt, ist schwierig an alle Figuren. Die sind ja aber nicht BlizzCon-exklusiv gewesen. Nee, nicht BlizzCon-exklusiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Schwierigkeiten gibt, wenn man alle möchte. Alles klar, dann greif doch noch mal rein und zeig, was als nächstes kommt. Ich greif noch mal rein. Oh ja, Overwatch. Man dachte zuerst, es ist ein Aufkleber. Warum halte ich das richtig? Was so ist unten? Das ist unten. Alles klar. So. Dann ist das ein Kühlschrankmagnet, oder? Es ist nicht magnetisch und es hat, ich habe... es ist ein mysteriöses Overwatch-Objekt. Es ist ein Objekt, ich weiß nicht, was es tut. Ganz ehrlich, ich habe mir dann sagen lassen, es sei ein Bieruntersetzer. Oder ein Bierfilz. Ja, aber... Für die kleinen amerikanischen Biere vielleicht gerade so... Finde ich ein bisschen doof, dass es nicht klebt oder dass man es nicht eben als Magnet verwenden kann. Man hat auf der Hinterseite so eine gummierte Fläche... Die spricht ein bisschen dafür, dass es irgendwo hingelegt wird. Kann ich es auspacken oder möchtest du es? Ja, pack's aus, pack's gerne aus. Was es tut, weiß ich wie gesagt immer noch nicht. Ich finde es ganz hübsch, aber das lege ich mir vielleicht dann einfach auf den Schreibtisch oder so. Ja. Und dann bleibt es da. Liegt rum. Bis jetzt wäre ich enttäuscht. Ich würde bittere Tränen weinen als BlizzCon-Besucher. Da ist ein Code drauf, den können wir vielleicht zuhalten. Ja. Dann stell mal dann gerade ab. Ich weiß ja, ob der noch gilt. So, da kann man Rabatte auf Hardware bekommen. Ist jetzt auch nicht so unbedingt spektakulär. Nach wie vor weine ich bittere Tränen. Jetzt schaue ich mal, was wir haben. Die Tasche immerhin ist ganz schön verarbeitet. Die hat die Logos, das kann man vielleicht auch noch zeigen, weil sie war ja vorhin zugeklappt. Da haben wir hier die Logos einiger Blizzard, wahrscheinlich aller Blizzard-Spiele. Ja, ich kann es aus meinem Weg nicht betrachten. Und ich kenne als Werbegeschenk schon Taschen, die bestehen praktisch aus durchsichtigem Stoff, so billig ist der. Und das ist nicht der Fall. Die scheint gut verarbeitet zu sein. Das ist jetzt nicht die Ausgeburt an Stabilität. Nee, aber es ist... Also eine Tasche, die als Tasche funktioniert. Absolut. Sehr gut. Aber hoffentlich gibt es noch was, irgendwas... Ein Pin. Ein Pin ist eine gute Idee. Ein Pin, den finde ich sehr putzig. Illidan als Murloc. Ich stecke nicht so tief drin. Illidan, ein großer Krieger aus dem Warcraft-Universum, als kleiner, froschartiger Murloc. Alles klar. Das ist eine Hommage, kann man sagen. Aber das ist hübsch. Das ist auch wertig verarbeitet und spricht auch offensichtlich die Emotionen der BlizzCon-Besucher an und der Fans. Sehr schön. Das nächste ist interessant. Ein Recruiting-Zettel. Bitte arbeitet bei Blizzard. Du kannst es ja mal vorlesen, was da drauf steht. Live and breathe games. Do you have the skills to create and... Do you have the skills to create and passion to help forge epic gaming experiences? Mhm. Do you want to innovate alongside some of the industry's top talent and meet the challenge of game making head on and succeed? Good, so do we. Und so weiter und so weiter. Und so weiter und so fort. Also bei Blizzard anrufen, wenn man wahrscheinlich
muss man da ein bisschen mehr können als nur die Passion haben, aber man kann es ja mal probieren. Klar, in der Schnittmenge der Blizzard-Fans sind sicherlich auch talentierte Programmierer, Designer und so weiter. Das finde ich persönlich super hübsch. Das ist ein Können Diablo. Können wir den auch auspacken? Ja, natürlich. Oh, das ist, danke. Das ist ein Diablo-Schlüsselanhänger. Lass mich das gleich aufreißen, denn dann kannst du die Kamera besser filmen und wir haben keine Spiegelung vor der Linse. Ich lasse ihn aber auf der Pappe, denn die ist auch schön gemacht. Da ist der Schlüsselanhänger. Tatsächlich, die bitteren Tränen sind langsam getrocknet. Ist es langsam in deinem Sinne? Und einer gewissen Ernüchterung gewichen. Aber zufrieden wäre ich als BlizzCon-Besucher noch nicht. Okay, dann schaue ich jetzt mal, ob ich das vielleicht überzeugt. Das ist, darfst du natürlich auch gleich auspacken. Ein Hearthstone-Kartenpaket in Form von einem, wie nennt man das, Gepäck-Tag. Ja. Luggage-Tags, und Gepäckanhänger. Gepäckanhänger. Richtig. Also ein Gepäckanhänger, besser gesagt, in Form eines Hearthstone-Kartendecks. Oder so, ja. Man kann dann natürlich auch, hätte man richtige Hearthstone-Karten, die da irgendwie reinstecken, aber... Da muss ich sagen, es ist ganz schön weich, das Plastik. Dem Ding traue ich nicht allzu viele Fernflüge vor, aber als Fan von Hearthstone, und das ist eines der Blizzard-Spiele, die ich mag, eine sehr reizvolle Sache. Auf der Rückseite sieht man jetzt hier, kann man seinen Namen eintragen und sich nicht nur als Hearthstone-Fan outen, sondern auch den Leuten am Flughafen die Adresse mitteilen. Genau. Ich bin im Urlaub, raubt mich aus. Und außerdem würde der geneigte Blizzard-Fan das dann sehen auf dem Gepäckband, dann wäre das wahrscheinlich ruckzuck weg. Und, oh, ein Oder Hearthstone. Man bekommt High-Fives von anderen Blizzard-Fans. Wir sollten so. Nicht nur schwarz sehen. Follow us, das ist schlicht und ergreifend ein Werbeflyer in der Tasche. Dass wir Like und Subscribe klicken und solche ja. Sachen. Hm. Also da wird vielleicht wieder so ein bisschen Enttäuschung bei ja. dir aufkommen. Bin ich doch nur Klickvieh für Blizzard? Das nächste wird dich auch nicht glücklicher machen, fürchte ich. Es ist ein Claimen Sie jetzt oder holen Sie jetzt Ihr Gratis-Poster am Intel-Stand auf der BlizzCon. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich war am Intel-Stand und dann... war das zwar ein ganz nettes Poster, aber ich habe mir gedacht, wie soll ich das überhaupt transportieren im Flugzeug? Ins Handgepäck ging es nicht. Also habe ich den Gutschein mitgebracht. Ja. Sehr schade. Aber da ist auch ein ganz großes Intel-Logo mit drauf. Also es ist offensichtlich Werbung. Es ist auch wieder Werbung. Aber jetzt kommt zum grünen Abschluss mein persönliches Highlight. Ja, was ist das? Ich blas mal rein, würde ich sagen. Blas es ist ja offensichtlich rein. Etwas, das aufgeblasen werden muss. Ach, ich befürchte was. Es ist ein Protoss Psi Blade, wie du vielleicht schon sehen kannst. Geht's? Und bevor du es ganz aufgeblasen hast, schlüpf doch noch mit der Hand da durch, sonst kommst du nicht mehr durch. Oh, ich glaube. Ich hab sehr schmale Hände. Ich muss Damenuhren tragen und das wird gehen. Ich lasse einfach den Nippel offen. Ich habe gesehen, also... Ich trägt man das so? Ich glaube, die Klinge gehört auf die andere Seite, genau so. Und dann fühlt man sich schon fast wie ein echter Bade-Protoss. Nun! Ich glaube, die Tränen sind wieder da. Aber nein, es ist eine interessante Mischung. Es ist ja letztendlich bloß, Goodie-Bags sind Werbemittel. Die paar netten Sachen, die damit reingestreut sind, finde ich ja ganz witzig. Obendrein gab es ja noch eine E-Mail mit weiteren digitalen Inhalten. Mit Promocodes, genau. Haben ebenso die Leute vor Ort bekommen, wie auch die Leute mit den digitalen Tickets. Kleinigkeiten, das sind Hearthstone, Kartenrücken, ein WoW-Pad, also... Ganz nette Geschichten, aber wie du sagst, alles in allem ist das natürlich, das ist Blizzard-Werbung, klar. Aber ich habe mich am meisten gefreut über die Tasche tatsächlich, weil ich fand das wirklich schön. In den letzten Jahren hat man, wie gesagt, diese Plastiktüte gekriegt und ich finde es super. So als Umhängetasche, jeden Tag ins Büro. Ja, das wirst du durchziehen? Warum nicht? Dann bin ich gespannt. Ja, aber dann, Philipp, vielen lieben Dank für die Rundschau durch deine Tasche und auch, sehr dass gerne. Ich das alles auspacken durfte und mir in den Arm stecken. Ja, klar. Und ich werde es versuchen, nachdem wir fertig sind, das Ding wieder von meinem Arm zu entfernen. Das hat so ein bisschen was von diesem Blutdruckmessgerät, ne? Ein wenig. Ich habe auch noch wenig Gefühl in den Fingern. Also dann, vielen Dank, dass wir reinschnuppern durften. Na, und klar. An unsere Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war hoffentlich interessant.